Hören Teil 1. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Beispiel: Sie sind am Bahnhof und hören folgende Durchsage. Sehr geehrte Reisende, bitte beachten Sie, am Gleis 5 und 6 finden zurzeit Bauarbeiten statt. Deshalb kommt es zu folgenden Gleisänderungen. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 4385, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Ich wiederhole. Gleisänderung. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 4385, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Und noch eine Information für Reisende nach Berlin. Der Intercity Express 2355, geplante Abfahrt 11.32 Uhr von Gleis 4, hat etwa 20 Minuten Verspätung. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr geehrte Reisende, bitte beachten Sie, am Gleis 5 und 6 finden zurzeit Bauarbeiten statt. Deshalb kommt es zu folgenden Gleisänderungen. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 4385, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Ich wiederhole, Gleisänderung. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 4385, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Und noch eine Information für Reisende nach Berlin. Der Intercity Express 2355, geplante Abfahrt 11.32 Uhr von Gleis 4, hat etwa 20 Minuten Verspätung. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 1. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Toni, hier ist Isabel. Sag mal, habe ich vielleicht mein Portemonnaie bei dir zu Hause vergessen? Ich wollte gerade einkaufen gehen, aber ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Heute Morgen hatte ich es noch in meiner Handtasche. Als ich heute Nachmittag bei dir war, habe ich es aus meiner Tasche genommen und dir das Geld für die Kinokarten gegeben. Kannst du bitte mal schauen, ob du es findest? Danke und bis später. Ruf mich doch bitte sofort zurück. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Toni, hier ist Isabel. Sag mal, habe ich vielleicht mein Portemonnaie bei dir zu Hause vergessen? Ich wollte gerade einkaufen gehen, aber ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Heute Morgen hatte ich es noch in meiner Handtasche. Als ich heute Nachmittag bei dir war, habe ich es aus meiner Tasche genommen und dir das Geld für die Kinokarten gegeben. Kannst du bitte mal schauen, ob du es findest? Danke und bis später. Ruf mich doch bitte sofort zurück. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit.
Text 2. Sie hören eine Information im Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch eine Bitte der Polizei an alle Besucher des Open-Air-Konzerts heute Abend im Stadion. Bitte fahren Sie mit dem Bus oder der S-Bahn zum Stadion. Es gibt dort keine Parkmöglichkeiten, weil die Parkplätze am Stadion zurzeit gesperrt sind. Wer mit dem Auto anreist, sollte möglichst am Messegelände parken und dann zu Fuß zum Stadion laufen. Mein persönlicher Tipp: Fahren Sie mit dem Fahrrad. Heute bleibt es auch in der Nacht wolkenlos und warm. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch eine Bitte der Polizei an alle Besucher des Open-Air-Konzerts heute Abend im Stadion. Bitte fahren Sie mit dem Bus oder der S-Bahn zum Stadion. Es gibt dort keine Parkmöglichkeiten, weil die Parkplätze am Stadion zurzeit gesperrt sind. Wer mit dem Auto anreist, sollte möglichst am Messegelände parken und dann zu Fuß zum Stadion laufen. Mein persönlicher Tipp: Fahren Sie mit dem Fahrrad. Heute bleibt es auch in der Nacht wolkenlos und warm. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 3. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Frau Börner. Hier ist Hübner vom Polizeirevier Mitte. Sie haben letzten Monat eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil Ihr Fahrrad gestohlen wurde. Wir haben letzte Woche einen Mann festgenommen und in seinem Keller mehrere Fahrräder entdeckt, die ihm nicht gehören. Es kann sein, dass wir auch Ihr Fahrrad gefunden haben. Bitte kommen Sie doch mal bei uns in der Brunnenstraße 7 vorbei und schauen Sie sich die Räder an. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Börner. Hier ist Hübner vom Polizeirevier Mitte. Sie haben letzten Monat eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil Ihr Fahrrad gestohlen wurde. Wir haben letzte Woche einen Mann festgenommen und in seinem Keller mehrere Fahrräder entdeckt, die ihm nicht gehören. Es kann sein, dass wir auch Ihr Fahrrad gefunden haben. Bitte kommen Sie doch mal bei uns in der Brunnenstraße 7 vorbei und schauen Sie sich die Räder an. Auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 4. Sie hören eine automatische Telefonansage. Herzlich willkommen bei der Direktfinanz. Wir sind gleich für Sie da. Wählen Sie bitte aus folgenden Möglichkeiten aus. Möchten Sie Informationen zu unseren Produkten? Dann wählen Sie die 1. Wenn Sie Geld überweisen möchten, wählen Sie bitte die 2. Wenn Sie Ihre Kredit- oder EC-Karte sperren möchten, wählen Sie die 3. Möchten Sie einen Termin mit einem Berater in Ihrer Stadt vereinbaren, wählen Sie bitte die 4. Soll ich Sie direkt mit einem Berater verbinden? Dann wählen Sie die 5. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen bei der Direktfinanz. Wir sind gleich für Sie da. Wählen Sie bitte aus folgenden Möglichkeiten aus. Möchten Sie Informationen zu unseren Produkten? Dann wählen Sie die 1. Wenn Sie Geld überweisen möchten, wählen Sie bitte die 2. Wenn Sie Ihre Kredit- oder EC-Karte sperren möchten,
wählen Sie die 3. Möchten Sie einen Termin mit einem Berater in Ihrer Stadt vereinbaren, wählen Sie bitte die 4. Soll ich Sie direkt mit einem Berater verbinden, dann wählen Sie die 5. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 5. Sie hören folgende Durchsage im Zug. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben zurzeit 25 Minuten Verspätung und werden Hannover Hauptbahnhof in etwa 15 Minuten, also um 18.50 Uhr, erreichen. Auf die Fahrgäste nach Hamburg wartet am Gleis 11 der Anschlusszug IC578. Der Intercity Express 3497 nach Stuttgart kann leider nicht auf uns warten. Reisende nach Kassel können um 19.05 Uhr den Intercity von Gleis 8 nehmen. Die nächste Reisemöglichkeit nach Stuttgart ist um 19.35 Uhr mit dem IC769 von Gleis 9. Bitte achten Sie auch auf die Durchsagen am Bahnhof. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben zurzeit 25 Minuten Verspätung und werden Hannover Hauptbahnhof in etwa 15 Minuten, also um 18.50 Uhr, erreichen. Auf die Fahrgäste nach Hamburg wartet am Gleis 11 der Anschlusszug IC578. Der Intercity Express 3497 nach Stuttgart kann leider nicht auf uns warten. Reisende nach Kassel können um 19.05 Uhr den Intercity von Gleis 8 nehmen. Die nächste Reisemöglichkeit nach Stuttgart ist um 19.35 Uhr mit dem IC769 von Gleis 9. Bitte achten Sie auch auf die Durchsagen am Bahnhof. Hören, Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung: A, B oder C. Sie nehmen am Informationstag im interkulturellen Seniorenzentrum Fischerstraße in Frankfurt am Main teil. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es eine kleine Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem Informationstag im interkulturellen Seniorenzentrum Fischerstraße. Mein Name ist Afife Schuster, ich bin die Leiterin dieses Seniorenzentrums. Ich freue mich sehr, dass der Raum hier heute so voll ist. Herr Thiel, unser Hausmeister, holt gerade noch ein paar Stühle, damit sich alle setzen können. Kurz zum Programm des heutigen Tages. Ich werde Ihnen zunächst einiges zu unserem Haus erzählen
und dann gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die hier vorne sitzen, ihre Fragen beantworten. Danach, um ca. 11.30 Uhr, werden Ihnen unsere Bewohnerinnen und Bewohner die verschiedenen Räume des Seniorenzentrums zeigen. Sie können sich einzelne Bewohnerzimmer anschauen, die Gemeinschaftsräume, unsere Cafeteria, unsere Küche und auch unsere Gästezimmer. Und weil wir hier im Seniorenzentrum sehr gerne zusammen feiern, findet dann ab 14 Uhr in unserem schönen Garten ein kleines Fest statt. Wir haben kleine Gerichte vorbereitet, es gibt Getränke und es wird auch ein kleines Musikprogramm geben. Soweit zum Programm. Nun möchte ich Ihnen unsere Einrichtung kurz vorstellen. Das Interkulturelle Seniorenzentrum Fischerstraße gibt es seit 10 Jahren. Zu Beginn waren wir eine sehr kleine Einrichtung mit nur 36 Bewohnern. 2013 wurde dann unser zweites Gebäude direkt neben diesem Haus eröffnet. Mittlerweile leben hier 86 Seniorinnen und Senioren. Und so wie in unserer Stadt Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und Ländern leben, haben auch wir hier Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Herkunft. Sehr viele unserer Seniorinnen und Senioren wurden zum Beispiel in der Türkei, Tunesien oder Marokko geboren. Deutsch ist also für einen Teil unserer Bewohner nicht die Muttersprache. Für manche von ihnen ist es noch immer eine fremde Sprache. Da in unserem Seniorenzentrum zu 80% zwei- oder mehrsprachige Pflegekräfte arbeiten, die selbst Migrationserfahrungen haben und teilweise auch die Herkunftsländer unserer Bewohnerinnen und Bewohner kennen, gibt es bei uns jedoch kaum Verständigungsschwierigkeiten. Es ist in der Regel immer jemand im Haus, der bei Sprachproblemen helfen und übersetzen kann. Wichtig ist uns auch, dass unsere Bewohner und Bewohnerinnen hier im Seniorenzentrum nicht auf die Lebensmittel und Gerichte verzichten müssen, die sie gewohnt sind und von zu Hause kennen. Daher achten wir bei unserem Essensangebot darauf, dass immer für jeden etwas dabei ist. Und wir bieten natürlich immer auch Gerichte ohne Schweinefleisch an. Zweimal in der Woche gibt es zudem die Möglichkeit, dass Bewohner und Bewohnerinnen mit Unterstützung einer Küchenmitarbeiterin traditionelle Gerichte aus ihrer alten Heimat kochen können. Dieses Angebot ist sehr beliebt. Außerdem gibt es bei uns die Möglichkeit, dass wir Musikfeste mit Hören, Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hallo Katrin. Ach Steffen, schön dich zu sehen. Wie geht's? Super, danke. Und dir? Gut. Sag mal, was machst du denn jetzt? Wir haben uns ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Ich studiere Pflegemanagement. Ach was, das ist ja toll. Aber du warst doch Krankenpfleger, oder? Ja, das war ich. Weißt du, ich habe gerne als Krankenpfleger gearbeitet. Aber meine Frau arbeitet Vollzeit und da ist es mit 2 kleinen Kindern wirklich schwierig, wenn man so oft nachts und am Wochenende arbeiten muss. Jetzt habe ich zwar auch viel zu tun, aber nach dem Studium kann ich mir dann eine Arbeit ohne Schichtdienst suchen. Ja, das ist wahr. Und wo wohnst du jetzt? Pflegemanagement kann man hier doch nicht studieren, oder? Nein, das nicht. Aber wir mussten zum Glück trotzdem nicht umziehen.
Ich fahre 3 Tage die Woche mit dem Zug nach Fulda an die Fachhochschule. Und das klappt gut? Ja, das passt. Das klappt eigentlich sehr gut. Und wie lange dauert das Studium? 3 Jahre. 2 habe ich schon hinter mir. In 10 Monaten habe ich Abschlussprüfung. Und wie ist das mit dem Geld? Ich meine, mit Familie und dann studieren? Das ist ja nicht einfach, oder? Ja, das funktioniert auch nur, weil meine Frau einen sehr guten Job bei einer Bank hat und ich freitags immer 8 Stunden in einer Arztpraxis arbeite. Ich verdiene also auch ein bisschen dazu. Ah, okay. Das hört sich aber auch ein bisschen stressig an. Ach nein, ich bin sehr zufrieden. Und du? Arbeitest du noch im Krankenhaus? Nein, ich arbeite auch nicht mehr in der Klinik. Und was machst du jetzt? Ich habe eine Umschulung gemacht. Ich arbeite jetzt in einer Apotheke. Ach, warum das denn? Du warst doch die beste Krankenschwester in der ganzen Klinik. Ach du. Stimmt doch. Du warst super nett zu den Patienten und total zuverlässig. Das fand nicht nur ich, das hat auch die Chefin immer gesagt. Auf die Katrin Huber kann man sich verlassen. Das ist eine Top-Mitarbeiterin. Ja, ja. Das war auch eine schöne Zeit. Ja, also nun erzähl schon. Warum hast du jetzt eine andere Arbeit? Ja, das ist so eine Geschichte. Ich bin vor 4 Jahren beim Fensterputzen von der Leiter gestürzt und habe mir den Rücken verletzt. Erst dachte ich, dass es nicht so schlimm ist. Nach 3 Monaten in der Reha-Klinik habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Aber das ging nicht gut, weil mir nach kurzer Zeit immer der Rücken wehtat. Manche Dinge, wie zum Beispiel Patienten ins Bett heben, konnte ich gar nicht mehr machen. Oh Mist, das tut mir leid. Ach na ja. Am Anfang, als mein Arzt mir sagte, dass ich lieber umschulen sollte, war ich ziemlich traurig. Ich habe meine Arbeit ja wirklich gerne gemacht. Aber jetzt ist alles gut. Die Arbeit in der Apotheke macht auch viel Spaß. Die Kolleginnen sind super. Und weißt du was? Ich treffe bei der Arbeit ganz viele Patienten, die ich von früher aus dem Krankenhaus kenne. Das kann ich mir vorstellen. Die freuen sich dann sicher, dich zu sehen. Ja, und ich mich auch. Hören, Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion im Radio. Sie hören die Diskussion 2-mal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. In der Radiosendung Pro und Contra diskutiert die Moderatorin mit den Studiogästen Kerstin Wurzbacher und Kai Dilling über das Thema Brauchen wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen? Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Pro und Contra, 2 Bürger, 2 Meinungen. Unser Thema ist heute, brauchen wir eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen? Im Studio begrüße ich unsere beiden Gäste, Frau Kerstin Wurzbacher und Herrn Kai Dilling. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Frau Wurzbacher. In Deutschland gibt es zur Geschwindigkeit auf den Autobahnen eine Empfehlung von 130 Kilometern pro Stunde. Es gibt aber, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern der Welt, keine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Man darf auf einigen Strecken also so schnell fahren, wie man will.
Was glauben Sie, warum ist das so? Weil wir sehr gute Autobahnen und sehr sichere und moderne Autos haben. Es gibt einfach keinen Grund dafür, den Autofahrern Tempo 160 oder auch 180 zu verbieten. An gefährlichen Kurven, in Städten, an Baustellen und so weiter gibt es ja Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und das ist auch gut so. Aber auf einer geraden Straße und bei wenig Verkehr kann man auch schnell fahren. Das schadet niemandem. Warum sollte man das also verbieten? Herr Dilling, Sie schütteln den Kopf. Sie sehen das anders? Ja, ich bin ganz anderer Meinung. Ich würde es sehr gut finden, wenn man auf der Autobahn maximal 120 Kilometer pro Stunde fahren dürfte. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h verbraucht man zum Beispiel sehr viel weniger Benzin als bei höherem Tempo und auch der Lärm wird dann weniger. Außerdem ist es natürlich viel gefährlicher auf den Autobahnen, wenn es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Herr Dilling, da muss ich Ihnen widersprechen. Die Diskussion über eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den deutschen Autobahnen gibt es ja schon viele Jahre. Und es wird immer wieder behauptet, dass ein Tempolimit die Zahl der Unfälle reduzieren könnte. Aber das stimmt nicht. Frau Wurzbacher, das ist so nicht richtig. Es passieren immer wieder schwere Unfälle auf den deutschen Autobahnen, weil die Leute bei uns oft viel zu schnell fahren. Schauen wir doch mal auf die Fakten. Die Statistik zeigt, die Zahl der Unfälle in Deutschland ist in den letzten Jahren immer mehr gesunken, auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, ich weiß. Und die Zahl der Schwerverletzten auf den Autobahnen ist in Deutschland niedriger als zum Beispiel in Österreich, wo auf den Autobahnen Tempo 120 gilt. Aber das kann man nicht einfach miteinander vergleichen. In Österreich führen die Autobahnen auch durch die Alpen und sind schon allein deshalb viel gefährlicher. Aber Herr Dilling, nur 6% der Unfälle mit Verletzten in Deutschland passieren auf der Autobahn. Unsere Autobahnen gehören weltweit zu den sichersten, auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Unfälle passieren oft, weil Autofahrer nicht die Verkehrsregeln beachten. Da hilft eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn nicht weiter. Für die Sicherheit auf unseren Straßen ist es wichtig, dass die Polizei mehr kontrolliert. Und meiner Meinung nach sollten Autofahrer, die zum Beispiel an einer Baustelle nicht wie vorgeschrieben 60, sondern 100 fahren, streng bestraft werden, denn das ist wirklich gefährlich. Liebe Gäste, kommen wir noch einmal zum Thema Umweltschutz zurück, denn das ist in der aktuellen Diskussion das häufigere Argument für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Durch eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 120 Kilometer pro Stunde könnte man jährlich bis zu 3,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid sparen. Das ist eine ganze Menge. Was sagen Sie dazu, Frau Wurzbacher? Ich kann diese Zahlen nicht glauben. Und es gibt auch Experten, die das anders sehen. Ich bin sicher, dass schnelles Fahren auf der Autobahn nicht das Hauptproblem ist. Die vielen Staus, die es bei uns gibt, sind sicher viel schlimmer für die Umwelt. Gegen diese Staus müssen wir unbedingt etwas tun. Ja, genau. Und deshalb brauchen wir ein Tempolimit. Denn das hilft auch, Staus zu vermeiden. Auch das stimmt nicht. Viele Experten sagen, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 oder 130 km/h nicht gegen Staus hilft. Das ist tatsächlich ein Thema, über das von Experten viel gestritten wird. Es gibt da sehr verschiedene Meinungen. Nun gut. Aber es gibt noch ein wichtiges Argument für ein Tempolimit. Wenn man nicht schneller als 120 km/h fahren darf, braucht man auch keine Autos mehr, die 200 km/h fahren können. Wenn wir ein Tempolimit hätten, würden die Autohersteller sparsamere Autos bauen. Für schnelle Autos, die viel Benzin verbrauchen, hätten wir dann keinen Markt mehr. Und das wollen Sie? Das wäre eine Katastrophe für die deutschen Autohersteller. Deutsche Autos sind doch gerade deshalb so beliebt, weil sie schnell sind. Aha, jetzt wird es spannend. Wieso? Wie meinen Sie das? Nun, das ist meiner Meinung nach der wahre Grund, warum es bei uns noch keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Die Autoindustrie will das ganz einfach nicht. Sie verdient mit den großen, schnellen Autos viel Geld. Und sie will, dass das so bleibt. Liebe Studiogäste, es tut mir leid, dass ich die Diskussion an dieser spannenden Stelle kurz unterbrechen muss. Aber wir haben eine sehr wichtige Verkehrsdurchsage. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit unserer Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Liebe Hörerinnen und Hörer,
Herzlich willkommen zu unserer Sendung Pro und Contra, zwei Bürger, zwei Meinungen. Unser Thema ist heute, brauchen wir eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen? Im Studio begrüße ich unsere beiden Gäste, Frau Kerstin Wurzbacher und Herrn Kai Dilling. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Frau Wurzbacher, in Deutschland gibt es zur Geschwindigkeit auf den Autobahnen eine Empfehlung von 130 Kilometern pro Stunde. Es gibt aber, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern der Welt, keine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Man darf auf einigen Strecken also so schnell fahren, wie man will. Was glauben Sie, warum ist das so? Weil wir sehr gute Autobahnen und sehr sichere und moderne Autos haben. Es gibt einfach keinen Grund dafür, den Autofahrern Tempo 160 oder auch 180 zu verbieten. An gefährlichen Kurven, in Städten, an Baustellen und so weiter gibt es ja Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und das ist auch gut so. Aber auf einer geraden Straße und bei wenig Verkehr kann man auch schnell fahren. Das schadet niemandem. Warum sollte man das also verbieten? Herr Dilling, Sie schütteln den Kopf. Sie sehen das anders? Ja, ich bin ganz anderer Meinung. Ich würde es sehr gut finden, wenn man auf der Autobahn maximal 120 Kilometer pro Stunde fahren dürfte. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h verbraucht man zum Beispiel sehr viel weniger Benzin als bei höherem Tempo und auch der Lärm wird dann weniger. Außerdem ist es natürlich viel gefährlicher auf den Autobahnen, wenn es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Herr Dilling, da muss ich Ihnen widersprechen. Die Diskussion über eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den deutschen Autobahnen gibt es ja schon viele Jahre. Und es wird immer wieder behauptet, dass ein Tempolimit die Zahl der Unfälle reduzieren könnte. Aber das stimmt nicht. Frau Wurzbacher, das ist so nicht richtig. Es passieren immer wieder schwere Unfälle auf den deutschen Autobahnen, weil die Leute bei uns oft viel zu schnell fahren. Schauen wir doch mal auf die Fakten. Die Statistik zeigt, die Zahl der Unfälle in Deutschland ist in den letzten Jahren immer mehr gesunken, auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, ich weiß. Und die Zahl der Schwerverletzten auf den Autobahnen ist in Deutschland niedriger als zum Beispiel in Österreich, wo auf den Autobahnen Tempo 120 gilt. Aber das kann man nicht einfach miteinander vergleichen. In Österreich führen die Autobahnen auch durch die Alpen und sind schon allein deshalb viel gefährlicher. Aber Herr Dilling, nur 6% der Unfälle mit Verletzten in Deutschland passieren auf der Autobahn. Unsere Autobahnen gehören weltweit zu den sichersten, auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Unfälle passieren oft, weil Autofahrer nicht die Verkehrsregeln beachten. Da hilft eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn nicht weiter. Für die Sicherheit auf unseren Straßen ist es wichtig, dass die Polizei mehr kontrolliert. Und meiner Meinung nach sollten Autofahrer, die zum Beispiel an einer Baustelle nicht wie vorgeschrieben 60, sondern 100 fahren, streng bestraft werden, denn das ist wirklich gefährlich. Liebe Gäste, kommen wir noch einmal zum Thema Umweltschutz zurück, denn das ist in der aktuellen Diskussion das häufigere Argument für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Durch eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 120 Kilometer pro Stunde könnte man jährlich bis zu 3,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid sparen. Das ist eine ganze Menge. Was sagen Sie dazu, Frau Wurzbacher? Ich kann diese Zahlen nicht glauben. Und es gibt auch Experten, die das anders sehen. Ich bin sicher, dass schnelles Fahren auf der Autobahn nicht das Hauptproblem ist. Die vielen Staus, die es bei uns gibt, sind sicher viel schlimmer für die Umwelt. Gegen diese Staus müssen wir unbedingt etwas tun. Ja, genau. Und deshalb brauchen wir ein Tempolimit. Denn das hilft auch, Staus zu vermeiden. Auch das stimmt nicht. Viele Experten sagen, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 oder 130 km/h nicht gegen Staus hilft. Das ist tatsächlich ein Thema, über das von Experten viel gestritten wird. Es gibt da sehr verschiedene Meinungen. Nun gut. Aber es gibt noch ein wichtiges Argument für ein Tempolimit. Wenn man nicht schneller als 120 km/h fahren darf, braucht man auch keine Autos mehr, die 200 km/h fahren können. Wenn wir ein Tempolimit hätten, würden die Autohersteller sparsamere Autos bauen. Für schnelle Autos, die viel Benzin verbrauchen, hätten wir dann keinen Markt mehr. Und das wollen Sie? Das wäre eine Katastrophe für die deutschen Autohersteller. Deutsche Autos sind doch gerade deshalb so beliebt, weil sie schnell sind. Aha, jetzt wird es spannend. Wieso? Wie meinen Sie das? Nun,
Das ist meiner Meinung nach der wahre Grund, warum es bei uns noch keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Die Autoindustrie will das ganz einfach nicht. Sie verdient mit den großen, schnellen Autos viel Geld. Und sie will, dass das so bleibt. Liebe Studiogäste, es tut mir leid, dass ich die Diskussion an dieser spannenden Stelle kurz unterbrechen muss, aber wir haben eine sehr wichtige Verkehrsdurchsage. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit unserer Diskussion.